Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich habe gedacht, ich hole euch jetzt doch mal hier an diesem Punkt mit. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier in den Beutel, hier auf die unteren Plätze, habe ich mit Y jetzt hier auf der Xbox, habe ich hier goldener Federtierfuß für die Runenausbeute und hier für die Objekt-Found habe ich hier den silbernen Federtierfuß hingesetzt. Ja, können wir dann dementsprechend direkt hier aus dem Beutel nutzen, indem ich einfach nur, wenn ich hier auf Start gehe, direkt hier Zugriff habe. Ich denke, anders geht es nicht. Ich wüsste nicht, wie es hier rüber geht. Wenn ich jetzt hier Beutel drücke, bekomme ich ja nur die vier Möglichkeiten hier unten. Wenn nicht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das geht oder ob das jetzt richtig ist, dass man es nur hier rausgreifen kann. Und ansonsten setze ich jetzt hier ja, noch andere Begleiter mit rein, die ich ganz gerne genutzt habe, wie zum Beispiel meine gute Wölfies und so ein Kram. Das sind halt jetzt die stärksten, die ich am Start habe. Und wollte mal, natürlich will ich auch zukünftig noch weiter testen, was kann jeder dieser Figuren. Natürlich, logischerweise, die Albin Naurik hier haben wir noch mit am Start. Könnte ich jemand anderes auch nutzen? Parschenasche. Ja, das sind alles die normalen, glaube ich, hier die noch. Und hier unten sind dann die stärkeren, ne? Ja, da ist die Laterna noch die, die am günstigsten ist. Also hol mal die mit. Genau, wenn ich nach unten drücke und wenn ich... Ah, wobei, da hätte ich gerne die Wölfe. Ach, egal, das werde ich schon raffen. So, und dann machen wir die Wölfe nach rechts. So. Und da kann ich jetzt jederzeit hier aus dem Beutel heraus meine Begleiter rufen oder mein Pferd rufen. Eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich immer gedacht habe, ah, da kann man sich mal verklicken und so ein Kram. Aber wir machen es jetzt mal so. Stimmt, die Laterne habe ich hier unten nicht mehr drin. Gut, okay, die müssen wir auch noch hier reinsetzen. Die setze ich jetzt hier ganz an den Schluss. Dort wird sie wahrscheinlich auch für immer bleiben. So, dass wenn ich mal Licht brauche, dass die da am Start ist. Ansonsten hier Buff-Food vorne dran. Lasse ich jetzt mal, weil ich mit diesem Hammer doch weiter zocken möchte. Ich werde den jetzt eine Runde mal kurz upgraden. Mal gucken, wie viele Steine wir da haben und was ich da brauche und was weiß ich. Und dann machen wir endlich mal weiter. Wir machen weiter mit der Hakenklinge. Wir machen weiter mit dem Hammer und wir machen weiter mit der Armbrust. Das ist so mein Plan. Eventuell werde ich doch wieder Reduvia reinholen, weil Reduvia natürlich auch stark ist mit dem Skill und so weiter. Mal gucken. Ich kann es wirklich noch nicht ganz genau sagen. Es ist halt richtig krass und ich werde dann zukünftig immer mal wieder eine Waffe tauschen oder was verändern und so weiter. So, wir haben hier, warum kann ich jetzt wieder upgraden? Ah, weil ich eine Schmiedestein gefunden habe, Schmiedestein 3. Ah, da möchte ich ganz gerne mir noch was angucken. Und zwar kann ich hier die, wie kann ich die aufwerten? Mit normalen Schmiedesteinen. Krass. Das ist natürlich krass. Das ist richtig krass, weil dann ist das Schild hier absolut mega. Wenn das noch stärker wird, noch eine krassere Haltung bekommt und so weiter. Das wird richtig krass. Gut, okay. Bleiben wir jetzt mal bei meinem Hämmerchen. Also, der ist schon Ziegelhammer. Ach, der war 6. Ach, der war schon upgegradet. Ah, okay. Gut, wie viel geht da hoch? Oh, doch schon ordentlich. Skalierung. Oh, die Skalierung springt an. Sehr schön. Das ist sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall. Ach, ich dachte, da müsste ich jetzt noch mehr investieren. Ich dachte, der wäre noch Ziegelhammer 1. Okay, das ist er natürlich nicht. Aber damit bin ich zufrieden. So können wir auf jeden Fall starten. Ziegelhammer 8, Hakenkralle 9, Armbrust 8, Messingschild 7. Jo, das sieht doch alles mal nice aus. Ich dachte jetzt eigentlich, ich müsste da mehr upgraden. Nee, alles klar. Dann möchte ich noch ganz kurz was anderes machen. Und zwar, ich glaube, hier war das Götterbrücke. Das war in Laendel, glaube ich. Da sind wir irgendwann mal hingeportet worden. Und ich habe euch ja vor 3 Folgen oder so gesagt, dass ich irgendwie hier auch so kleinere YouTuber, also genauso klein wie ich auch selbst bin, halt verfolge. Und jo. Und die sind auch hier hingereist, gleiches Ding wie ich, da wird man ja irgendwie hingeportet, dann kann man sich hier vorne mit dem Riesen da anlegen und so weiter. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben die hier vorne noch einen Talisman gefunden und den hätte ich ja auch finden dürfen und so weiter. Gucken wir einfach mal, ob ich jetzt eine Chance hier habe. Ich denke nicht, der ist immer noch viel zu krass, aber jetzt mit den Perks hier, vielleicht mit Blutung und Frost und was wir da alles rausdonnern, vielleicht haben wir da eine kleine Chance. Na, wir haben eine Chance, glaube ich sogar. Frost dürfte da ein bisschen helfen. Und wir können sogar Attacken parieren. Das ist nice. Habe ich geile Skills drauf. Ja, diesen Frostschritt. Da vorne ist der Talisman. Da sieht man ihn liegen. Also ich denke, da war ein Talisman drin, wenn ich es richtig gesehen habe. So, ansonsten können wir halt hier noch Fernkampfangriffsmäßig so ein bisschen auf den draufhalten. Hat er sich da hinten gerade festgebackt? Kommt er wieder da raus? Jo, oder haut er mich einfach um?
Das sind die Fragen. Ah, der macht noch Feuer. Das wusste ich nicht mehr. Okay. Na, ich denke, wir bleiben offensiv mit der Hakenkralle dran, oder? Da muss er in den Nahkampf mit mir. Oh, ouch. Will ich einen Nahkampf? Und wenn ich den schaffe, geht es dann hier überhaupt weiter, ist die andere Frage. Komme ich dann irgendwie weiter? Autschi. So, ich versuche den jetzt mal. Warum nicht? So, jetzt macht er wieder seinen Schlag da nach vorne. Oh, er macht mehrere Schläge. Ja, das haut schon die Ausdauer ordentlich runter. Aber wir können es stehen. Sehr schön. Stimmt, ich könnte ihm ja jetzt auch wieder versuchen, ins Gesicht zu schießen. Ich kann leider keinen rufen. Seine Blutung und Frost und der ganze Kram wird schon längst wieder abgelaufen sein. Ich könnte auch... Oh je, nee, da macht er mich platt. Nee, okay, komm. Ich schaffe den einfach noch nicht ganz. So, dann machen wir mal den hier. Lass mich mal ganz kurz das Ding hier rausholen. Gesegneter Tau-Talisman. Jo, ich bin da mal weg, ne? Also geht nicht. Ah, da vorne ist ein Portal, oder? Ach so, stimmt. Das konnte ich nicht öffnen. Ich denke mal, solange der Gegner hier steht. Nehme ich mal an, oder? War das so? Ja, das ist noch nicht offen. Ich könnte es natürlich auch mit dem Hammer mal versuchen. Ah, Scharlachfäule suchen. Boss. Ah, okay. Ja, dann kriegt man das vielleicht freigeschaltet. Bringt mir das irgendwas, wenn ich den... Oh nein, falsch. Falscher Button. Wenn ich den jetzt hier irgendwie besiege. Hm. Oh, der Schaden war nice. Oh, der war echt nice. Was ist denn hier mit dem Hammer? Ich liebe den Hammer. Wie locker ist denn der drauf? Komm, den legen wir zu Boden, den machen wir jetzt platt. Dann holen wir uns gerade die Axt hier und dann habe ich eine neue Waffe, die ich wieder upgraden kann und euch nerven kann. Voll geil. Bam. Komm, den legen wir zu Boden. Ah, und stimmt, ich könnte mir noch hier mein Kriegsgebrüll reinziehen. Oh, das müsste ich dann aber auch... Jo, ich heile mich mal sicherheitshalber hoch. Den machen wir platt, den machen wir platt. Ach, schade. Jetzt wollte ich meinen aufgeladenen Angriff da machen. Fall hin, Mann. So, jetzt aber. Bam. Yo. Und da fällt er doch hin. Sehr schön. Alter, wie ich es liebe. Ich liebe es. Sehr geil. Jo, das können wir tatsächlich schaffen, wenn ich mich halbwegs schlau anstelle. So, bam. Ich bin ein neuer Ziegelhammer-Fan. Wir haben eine richtig schöne Skalierung drin. Jo, können den da immer wieder zu Boden kloppen. Da sehen wir den Vorteil der Stärkewaffen. So, hier, jetzt kann ich mir wieder meinen Buff abholen und kann dann so reinbrettern. Rums. Richtig nice. Hätte ich fast gesagt. Oh. Oh, oh, oh. Trifft er mich hier? Ich glaube nicht. So. Cool, coole Sache. Neuer Talisman, den wir uns reinziehen können. So, und jetzt müsste ich eigentlich nach vorne brettern können und da reinrumsen. Ah, jetzt ist gerade der Buff ausgelaufen, glaube ich. Ah, nee, trifft doch sein Bein. Was mache ich? Mal gucken, ob man hier einen Loot bekommt. Ob das irgendwie so ein Gegner ist, der nicht immer wieder kommt. Oder ob das immer wiederkehrender Riese ist. Was war ein... Runen von dem bekommen? Keine Ahnung. Ich sollte an einem Bein dranbleiben. Und ich sollte keinen Quatsch machen. Es war so klar, dass das noch passieren kann. Oh, Monty-Style. Deluxe. Ey, den machen wir jetzt platt, oder? Den machen wir jetzt platt. Ich glaube, ich muss wieder eine große Rune mir reinballern. Habe ich irgendeinen anderen Talisman, der irgendwas bringt? Sollen wir uns gerade den Talisman mal reinziehen, den ich bekommen habe? Keine Ahnung. Jo, sollten wir, oder? Der ist bestimmt gut. Der ist gut. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. So, Ausrüstung. Hier Inventar. Machen wir mal den hier, Runenbogen. Nutzen. Bam, da sind wir ein bisschen stärker. Ich hoffe, dass ich nicht nur mit dem Runenbogen den ganzen Kram hier tragen kann. Das wäre bitter. So, was hatten wir jetzt bekommen? War das hier irgendwo? Regeneriert langsam LP. Krass. Krass, 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 krass. Ein Talisman mit einem Tropfen Erdenbaumharz. Ein wahrer Segen. Regeneriert schrittweise LP. Einst dachten alle, das Harz des Erdenbaums würde auf ewig von seinen Zweigen tropfen. Doch diese Zeit der Fülle ging schnell zu Ende. Und mit der Zeit wurde der Erdenbaum zu einem bloßen Symbol des Glaubens.
Jo, holen wir uns mal rein. Sehr nice. Mehr LP, regenerierende LP. Jetzt könnte auch die andere Rüstung wieder interessant sein. Hier des Totenritter, so wie es hieß. Weil wir damit, weil die LP generell schon mal hoch regeneriert. Jetzt ist es natürlich auch interessant, generell viel LP zu haben und so weiter und so fort. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. So, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Buff-Food oder so. Können wir uns mal reinziehen, oder? Den machen wir jetzt mal weg. Soll ich mir mal Feuer... Ne, Feuer ist Quatsch. Magie. Jo, machen wir Magie-Fett hier drauf. Was soll's. Dann brüllen wir noch eine Runde. Und dann geht's ab aufs Beinchen, würde ich sagen. Oh, dann sollte man auch dafür treffen. Wäre echt so ganz schlaue Geschichte. So, jetzt machen wir etwas mehr Damage. Sind am brüllend am Start. So, ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal so gleiche Fehler mache. Das wäre dämlich. So, Fall auf den Boden. Oh, das sieht alles schon mal nach ordentlichem Stärke-Build-Damage aus. Und da geht er zu Boden. Sehr schön. So, ich schaue jetzt normale Angriffe rein, nichts Aufgeladenes und so. Ja, Ausdauer ist natürlich jetzt ein anderes Thema, ne? Da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten, als das jetzt vorher bei der Spielweise der Fall war. Das hat mir auch gefallen, als ich die anderen YouTuber mir angesehen habe, dass auch selbst so tanky Builds, dass das mit Skill auch versehen ist. Also so blöd es klingt, es ist mehr Vorbereitung oftmals, dass man überhaupt Schaden macht und so ein Kram. Und weil da hat auch einer auf Tanky Builds und so gespielt oder wollte es. Er hat es versucht und hat es echt nicht hinbekommen. Warum nicht? Weil er einfach mit dem Ausdauermanagement nicht klar kam. Weder beim Blocken, also dass er überhaupt so viel Ausdauer beim Blocken etc. verliert und so. Da ist ein. Was war das jetzt? Das war so nicht geplant. Die schrittweise TP. Die TP-Erholung ist da auf jeden Fall mal. Nice. Das hilft schon ein bisschen. Vor allem, wenn man viel TP hat. Oder wenn ich gerade bei so kleinen Gegnern mal ein bisschen Leben verliere oder sowas. Hilft schon ein bisschen. Es ist natürlich minimal. War ja klar, es ist ein Souls. Es ist ein Elden Ring, ne? Also, dass man da jetzt nicht die krasseste LP-Erholung bekommt, war mir klar. Aber mit dem anderen, mit der anderen Rüstung der LP-Regeneration, die wir ja da noch am Start haben, könnte das schon eventuell mal nice werden. Oh, der nervt eh. Fall doch mal zu Boden. Jetzt, oder? Jetzt haben wir, ne? Jetzt könnte ich das nutzen. Oder mache ich gleich, wenn er wieder aufsteht. Dann werden wir einmal ein bisschen rumbrüllen. So, jetzt hier. So, da hat es, glaube ich, gekrittet oder sowas. Keine Ahnung, was da abgeht. Also macht er wieder seinen Move da. Jo, sein Stampfer-Move. So, fall gerade wieder zu Boden. Jo, TP erholen sich wunderschön. Wir sind stärker. Können weiter sein Beinchen ankloppen. Das sieht doch mal nice aus, finde ich. Jetzt können wir auch den Buff-Hut gut nutzen, weil wir eine reine Stärke-Waffe haben. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Oh, und das ist nicht so nice. Och, das gibt's doch nicht. Macht der so einen Finisher mit uns? Jetzt geht er mal auf den Sack. das war ein unnötiger Tod. Mit dem Feuer. Mann, nervt das. Ich will den aber jetzt besiegen. Ich habe die Hoffnung, dass wir da was bekommen. Vielleicht ist es auch ein ganz normaler Riese und später ein absoluter Low-Bob und so weiter. Höchstwahrscheinlich sogar. Also manche Resistenzen sind auch schlecht. Das muss man halt einfach sagen. Eventuell ist es sinnvoll. Ja, jetzt verballere ich hier meine ganzen hier Runenbögen, ne? Aber ich glaube, mit dem Buff-Hut, das hat sich auch hier doch schon gelohnt eben, oder? Besseres Fleisch macht uns noch kurzzeitig stärker. Können wir uns noch reinziehen. Machen wir hier Magiefett wieder rein. Und wir brüllen eine Runde. Ne? So, und jetzt haben wir da maximalen Damage-Output oder sowas. Jetzt hoffe ich einfach drauf, dass er... Jo, das war schon mal nice. Das auch. Dass er nicht da seine komischen Ausflipper da kriegt. Seine Feuerausflipper. Ist das 1700 Damage gewesen? Ich glaube schon, oder? Also auf Buff-Hut zu setzen, ist, glaube ich, nicht so schlechte Variante. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, klar, dass ich an alles denke und so ein Kram. Aber ansonsten ist das schon nice. So, ich würde sagen, wir hauen uns wieder hier... Ich versuche mich jetzt einfach mal dran zu gewöhnen, so ein bisschen. Ich schaue mir wieder das Magiefett rein. Und wir brüllen wieder eine Runde.
So, wir sind wieder ein bisschen stärker und mal gucken, ob das jetzt so... Vielleicht war das schon viel zu früh, das ist gut möglich. So. Rums. Und jetzt mit Sprungangriff, Verstärkung, da bräuchte ich halt jetzt noch einen Talismanplatz oder sowas. Dann wäre das schon ganz nice. Auch gegen manche Bosse jetzt auf meinem Niveau, denke ich mal, schon ordentlich. Mit noch Begleiter am Start oder sowas, wäre das, glaube ich, echt nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, keinen Buff mehr, oder? Das mit dem Brüllen habe ich nicht mehr. Egal, hauen wir mal so rein. Wenn er mich jetzt nicht mehr in die Falle bekommt mit seinem blöden Feuer da, müssten wir ihn eigentlich schaffen. Oh, das ist das Feuer. So, jetzt machen wir es nur mit dem Brüllen. Sollte eigentlich reichen, denke ich mal. Nur, dass ich zu viel Buffhut jetzt an dem verhaue. Ah, da geht er zu Boden. Da geht er zu Boden. Ja, und wir brauchen mehr Ausdauer. Scheiße, Mann. Das ist jetzt bitter. Das ist hier ein Ausdauer-Gamble hoch 10. Jetzt muss es aber auch klappen, oder? Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ah, jetzt macht das ein Stampfi. Ah, den sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Jetzt macht er seinen Move da. Wir tanken das weg. Klar, mit einem besseren Schild ist natürlich dann auch schon mal mega. Dürften wir ja bald haben. So, leg dich bitte hin und gib mir deine Waffe. Gib mir irgendwas Krasses. Natürlich nicht, ne? Nee. Völlig useless. Es war so klar. Man hat nur ein bisschen Ruhe halt. Okay, aber wir haben einen starken Talisman bekommen, auf jeden Fall. Krass. Ja. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Da müssen wir einen Boss vorher machen oder so anscheinend. Kann ich irgendwo noch runterjumpen oder sowas? Ah ja. Könnte, vielleicht, oder? Hm. Oder auch nicht. Das ist mein Tod, oder? Bringt das was? Geht's da unten überhaupt weiter? Hm, sehe ich nicht. Ich glaube, eben war da tot, oder? Und das wäre ein Runenbogen, der wieder weg ist. Ne, komm, lassen wir jetzt mal. Oder? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir scheißen auf den Runenbogen. So. Dann sehen wir auch, ob er nochmal da ist. Jo, ist tot. Okay, doof. So. Ihr seid gestorben. Boah. Na schön, aber wir haben den Riesen geschafft. Wir haben einen schönen neuen Talisman. Wir haben ein Gefühl, wie stark der Hammer sein kann mit Buffhut und Kriegsgebrüll und was weiß ich und alles. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice. Wenn wir den noch weiter upgraden und so und noch eine krassere, starke Skalierung daraus nehmen. Ausdauer muss ich jetzt ein bisschen mehr drauf achten, drauf spielen und so weiter. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Richtig schön Schaden rausballern. Ja, der Riese kommt nicht wieder. Na, wenigstens das. Wenigstens das. Den haben wir schon mal platt gemacht. Dann hole ich mir noch gerade die Runen wieder. Und dann würde ich doch glatt sagen, gucken wir, ob ich eine Fat Roll habe. Ja, habe ich. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da müssen wir noch mal ein bisschen auf Ausdauer gehen. Wie weit bin ich denn in der Fat Roll drin? Ich glaube nicht so weit, oder? 60%, 66% oder sowas. 58 von 82. Könnte irgendwie so hinhauen bald, wenn ich da ein bisschen aufwerte. Oder wir brauchen noch so einen Talisman, der die Ausdauer erhöht oder sowas. Das wird es sicherlich auch wieder geben. Ich habe sowas auch schon mal gehört, dass es sowas hier geben soll. Solange spielen wir jetzt mit Runenbögen, ist auch in Ordnung. Und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich habe noch ein, zwei Ideen, wo wir dann weitermachen können. Ich freue mich persönlich sehr drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.